ist Christian Walter von TradeWohler und heute würde ich Ihnen gerne etwas über den Optionshandel erzählen. Das heißt, wir haben uns mal einfache vier Formeln rausgesucht. Das wäre der Long Put, Short Put, Long Call und der Short Call, oder wenn man sagt Kauf, der gekaufte Call und verkaufte Call. Beim Short Call kann man gleichzeitig noch den Credit Call mit einbeziehen. Das sind die Formeln, über die wir heute mit ein paar Beispielen Ihnen Informationen näher bringen möchten. Wer hierzu tiefergehende Details sehen möchte, kann sich unser Video-Tutorial auf der Webseite bestellen. Da finden Sie wirklich alles von A bis Z, wie man in den Optionshandel einsteigt, was wichtig ist, von Plattform bis zur richtigen Auswahl. Schauen Sie auf unsere Webseite, da gibt es für Einsteiger und Fortgeschrittene das jeweilige Video-Tutorial. Als erstes starten wir mit dem Long Call. Hier haben wir einmal das Beispiel der NIO-Aktien, Elektromobilhersteller aus China. Und wir sehen, der Wert ist seit Ende Juni, Anfang Juli extrem nach oben gegangen. Und hier wollen wir einfach mal Ihnen darstellen, wie das Ganze im Vergleich mit einem Aktienkauf ausgesehen hätte. Dazu nehmen wir einfach mal ein fiktives Beispiel. Wir sind hier bei einem Kurs von zwischen 7 und 8 Dollar. Das heißt, wenn Sie jetzt 100 Aktien kaufen, müssen Sie 800 Dollar bei der Aktie investieren. Das heißt, Sie stehen im Prinzip beim Aktienkauf mit 800 Dollar Risiko. Rein theoretisch kann die Aktie auch gegen Null tendieren oder sehr stark fallen. Bei einem Optionstrade, wo wir gleich bei einem der Vorteile sind, wenn ich jetzt eine Call-Option kaufe, weil ich hier sehe, wo es bei 8 liegt, dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht sehr hoch ist, dass es auf 10 steigt, hätten Sie ein Investment von vergleichsweise je nach Laufzeit von 100 Dollar. Das heißt, Sie stehen natürlich mit einem viel kleineren Risiko dem gegenüber, als wenn Sie die Aktie direkt kaufen würden. Nachteil ist natürlich, wenn das Ganze nicht wie hier stark steigt, wird Ihre Aktienposition, sage ich mal, sich nicht bewegen. Die 800 Dollar bleiben weiterhin als Investment. Hier bei der Option haben Sie eine Laufzeit. Das heißt, eine Option hat einen Ausübungspreis und eine Laufzeit. Und umso kürzer die Restlaufzeit ist, umso stärker wird natürlich auch der Wert der Option dann gegen Null gehen, sollte der Ausübungspreis nicht erreicht werden. Und als Beispiel hier für den Call können wir einmal 1 wählen. Wir haben hier so die 10,50 Dollar Marke. Wenn ich jetzt eine Call-Option mit dem Ausübungspreis auf 10,50 kaufe, was passiert? Wir haben drei Szenarien, können wir sagen. Der Kurs fällt. Uns bleiben die 100 Dollar gehen komplett verloren. Die Option geht gegen Null. Es geht seitwärts. Das heißt, hier haben wir natürlich auch den Fall, das geht auch gegen Null, weil unser Ausübungspreis nicht erreicht ist. Und der Fall, der Ihnen natürlich dann den dementsprechenden, häufig sehr hohen prozentualen Gewinn auf das Investment beschert, die Aktie steigt dementsprechend stark. Und das halt mit vergleichsweise geringem Risiko. Also es macht wirklich Sinn, wenn Sie Aktien haben, wo Sie denken, das wird ein neuer Zeitraum X, können Sie ja frei wählen. Laufzeiten sind auch flexibel, bis fast 2 Jahre Laufzeit, die Sie wählen können. Dass Sie da wirklich in eine Call-Option einsteigen, gerade wenn Aktien auch etwas teurer sind, sind Optionen dann häufig eine günstige Alternative, weil Sie halt nicht so stark ins Risiko gehen. Anders, wenn ein Wert sich wenig bewegt oder wirklich tendenziell eher ein Wert für eine Seitwärtsbewegung ist, dann macht es natürlich meistens Sinn, über eine andere Optionsstrategie nachzudenken oder halt vielleicht doch die Aktie zu kaufen. Aber bei wirklich volatilen Titeln, die jetzt in kürzerer Zeit vielleicht einen starken Anstieg ermöglichen, macht es wirklich durchaus Sinn, hier über eine Call-Option einzusteigen. Wie gesagt, Vorteil geringe Investition, hoher prozentualer Gewinn, wenn es in die Richtung geht. Nachteil, Sie haben mit einem Zeitwertverlust zu kämpfen. Das heißt, wenn jetzt nichts passiert, wird die Option wertlos. Und natürlich muss es auch den dementsprechenden Preis erreichen, den Sie ausgewählt haben. Davon hängt aber schlussendlich auch Ihr Einstiegspreis ab. Das heißt, wenn wir hier etwas riskanter reingegangen wären und sagen, es steigt auf 15, zahlen Sie noch ein paar Cent. Das heißt, Sie können dann wirklich exorbitante Gewinne erzielen. Wir hatten, glaube ich, in den letzten Wochen, das größte war mal 1000% an einem Tag. Da ist eine Aktie an einem Tag über 20% gefallen oder gestiegen. Und das Ganze ist natürlich dann dementsprechend auf der Option exorbitant nach oben gegangen. Das mal als kurzes Exkurs zum Long Call.
Als nächstes Beispiel wollen wir auf den Short Call oder auf einen verkauften Call eingehen. Wenn Sie sich gerade noch einmal an den Long Call bei der Aktie NIO erinnern, dort hatten wir ein Investment von 100 Euro oder 100 Dollar angenommen und mehr als das können Sie im Prinzip auch nicht verlieren. Das heißt, das ist auch nochmal ein Vorteil von einem Long Call, dass Sie ein begrenztes Risiko haben. Beim Short Call ist es ganz wichtig, das ist eigentlich die größte Risikoklasse. Wenn wir jetzt hier mal das Beispiel Kraft Heinz nehmen, Sie legen sich im Prinzip jetzt fest, zu welchem Preis wollen Sie die Aktie verkaufen. Das macht natürlich Sinn, wenn Sie die Aktie halten. Das ist immer beim Thema Credit Call. Ansonsten würde ich für den Anfang Short Calls oder leerverkaufte Calls generell eigentlich nicht empfehlen, weil Sie ein wahnsinnig hohes Risiko haben. Bei Kraft Heinz gab es in der Vergangenheit ein gutes Beispiel, wo Kraft und Heinz zusammengegangen sind. War es im Prinzip so, die Aktie ist über Nacht 10-20% gestiegen. Und damit haben Sie auch ein unbegrenztes Verlustrisiko, weil nach oben kann die Aktie immer weiter steigen. Und wenn Sie jetzt, nehmen wir ein Beispiel hier, eine Call-Option verkaufen auf 35 oder 35,50, kriegen Sie dafür eine Prämie und das ist Ihr fester Profit. Das heißt, mehr als diese Prämie können Sie nicht generieren. Aber wenn jetzt natürlich das Ganze extrem nach oben steigt, auf 40, 50, dann geht diese Call-Option quasi nicht ins Unendliche, aber sie kann sehr, sehr stark in die Verlustzone kommen. Das heißt, sie haben natürlich ein extrem schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis, gerade wenn es über Nacht passiert. Deswegen würde ich das Beispiel jetzt einmal auf den Credit Call anpassen, dass wir sagen, wir haben die Aktie. Das ist ein ganz gutes Beispiel, weil hier in diesem Depot ist auch Kraft Heinz schon als Aktie hinterlegt. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte Kraft Heinz zu einem Preis verkaufen. 37 hier oben. Und da ich die Aktie halte, ist es für mich kein Problem. Ich lege mich jetzt nur schon fest auf den Preis, auf den ich die Aktie verkaufen möchte. Bekomme dafür eine Prämie. Wir können jetzt sagen, wir nehmen 100 Dollar für den Verkauf der Option auf eine Laufzeit von 2-3 Wochen oder etwas länger wahrscheinlich bei 37. Das heißt, was passiert? Und vielleicht machen wir es hier. Was passiert? Das heißt, es gibt auch wieder die drei Szenarien. Geht das Ganze hier nach unten, die 100 Dollar Prämie bleibt mir erhalten, die kriege ich in jedem Fall. Geht das Ganze seitwärts, so wie es jetzt die letzten Wochen ging, dann bleibt es auch, die 100 Dollar Prämie bleiben mir erhalten. Und geht es nach oben, dann bleibt mir die Prämie auch erhalten, nur dann muss ich natürlich zu dem Preis verkaufen, den ich festgelegt habe, von 37. Ist natürlich für Sie kein Problem, wir sehen hier, der Einstieg bei Kraft Heinz war um die 35. Somit habe ich trotzdem nochmal 2 Dollar Gewinne auf die Aktie erzielt. Aber da sehen Sie schon, das Risiko ist halt wirklich bei starken Anstiegen. Wenn Sie die Aktie nicht besitzen, dann gibt es hier das Problem, dass Sie natürlich sehr, sehr stark in die Verlustzone kommen. Deswegen Credit Call, ganz, ganz interessantes und wichtiges Thema. Gerade wenn Sie jetzt Aktiendepots, Buy and Hold für Langzeitinvestments durchführen, können Sie das fast wie eine Art Dividende ansehen. Sie kriegen immer wieder Prämien. Und das Spiel mit diesen 100 Dollar kann ich so lange fortführen, bis mein Verkaufspreis, den ich mir jetzt festgelegt habe, erreicht ist. Somit kann ich immer wieder Prämien generieren und das kann ich auch auf die verschiedensten Laufzeiten durchführen. Und im Prinzip, was wir vorhin als Vorteil hatten, wirkt jetzt hier für uns als Nachteil. Das heißt, wir hatten bei einem Long Call einen unbegrenzten Gewinn. Das heißt, hier haben wir ein unbegrenztes Verlustrisiko. Auf der anderen Seite der Zeitwertverlust, der läuft für uns. Das bedeutet im Prinzip, wenn nichts passiert und es geht seitwärts, wir verdienen jeden Tag ein paar Cent, weil die Prämie weniger wert wird. Somit hat man eigentlich immer, das sagt es ja im Prinzip auch schon bei einem Kauf der Call-Option, die umgekehrten Vor- und Nachteile wie bei einem Verkauf. Das ist im Endeffekt komplett konträr. So können Sie die Vor- und Nachteile hier quasi eigentlich spiegeln, wenn Sie das für einen Short-Call anwenden. Aber für Sie als Einsteiger wäre es wirklich sehr gut, hier mit einem Credit Call, also mit einer gedeckten Call-Option zu arbeiten, weil Sie die Aktien besitzen und sich nur vorher festlegen, wo wollen Sie die verkaufen. Nehmen wir jetzt Kraft Heinz zu 37 Dollar, das können Sie bei jeder Aktie machen, wo Sie mindestens 100 Stück halten. Als nächstes kommen wir zu dem Long Put, also zu einem Kauf einer Put-Option. Erst einmal, Put-Option ist einen Verkaufspreis zu sichern für eine Aktie in der Regel oder für ein anderes Produkt gibt es natürlich auch Optionen, wo Sie davon ausgehen, dass jetzt ein Wert fällt. Also Put setzt generell auf fallende Kurse. Wir haben hier einmal ein Beispiel von Wirecard und nehmen jetzt einfach mal an, wir sind hier
an der Phase kurz vor dem Einbruch. Wenn Sie jetzt mal fallende Kurse ganz normal mit der Aktie setzen, verkaufen Sie die Aktie ja leer. Wenn wir jetzt hier von 100 Euro ausgehen und Sie verkaufen 100 Aktien leer, sind Sie natürlich irgendwo mit 10.000 Euro gebunden, sogar etwas mehr. Bei dem Leerverkauf zahlen Sie ja auch Zinsen auf den Leerverkauf der Aktie. Und das bedeutet natürlich dementsprechend auch wieder ein sehr großes Risiko. Ähnlich wie wir es auch bei dem Long Call vorhin schon mal dargestellt hatten. Weil bei einer Put-Option, wenn ich jetzt vermessen gewesen wäre, ist natürlich im Nachhinein immer jetzt leicht zu sagen, aber fürs Beispiel ist es, glaube ich, ganz gut. Und hätte gesagt, okay, Wirecard fällt hier irgendwie unter die Marke von 70 Dollar, hätte ich vergleichsweise für diese gleiche Größenordnung 200, 300 Euro bezahlt, um eine Put-Option zu erwerben, also einen Put zu kaufen. Und hier haben wir das gleiche Szenario, wir haben hier drei Fälle. Steigt die Aktie, also geht es hier nach oben, wird meine 200 Dollar nach der Laufzeit, die eine Option hat, dann wertlos verfallen. Das gleiche Prinzip auch seitwärts. Man kann sich aber merken, solange der jeweilige Ausübungspreis nicht erreicht wird, also bei einem Put muss es natürlich da runtergehen, verdienen Sie in der Form dann kein Geld. Das heißt, wir erwerben oder bekommen hier nur einen guten Profit, eine gute Performance, wenn das Ganze deutlich hier unter die 70 geht und das mit einem kleinen Investment. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Wert haben, wo Sie vermuten, hier gibt es mal eine große Möglichkeit für einen Einbruch, dann wirklich versuchen, das über einen Put zu handeln. Man muss natürlich auch dazu sagen, gerade auch im deutschen Markt, dass man natürlich nicht alle Aktien leer verkaufen kann. Deswegen ist eine Put-Option eine sehr gute Möglichkeit, erstmal nicht nur das Depot abzusichern, sondern auch von fallenden Kursen zu profitieren, ohne jetzt irgendwo ein größeres Investment zu tätigen. Gleiches wie vorhin beim Long Call. Auch hier ist es so, Sie haben den Zeitwertverlust, der gegen Sie läuft. Also in diesen zwei Fällen, wenn nichts passiert, wird die Option natürlich wertlos verfallen. Aber wenn es dann mal wirklich hier so ein Extrembeispiel gibt, werden Sie hier zigtausend Prozent auf so eine Put-Option bekommen, weil wir haben nur ein kleines Investment und Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben eine Option, die wir uns zu einem Preis von 70, also zu einem Verkaufspreis sichern. Das heißt, am Ende der Laufzeit ist es auch recht leicht zu sagen, wo ist unser Gewinn? Wir sind jetzt irgendwie bei 2 Dollar von Wirecard. Dann nehmen wir einfach die Differenz von 2 Dollar zu den 70, unserem Ausübungspreis. Das heißt, wir haben dann 68 Dollar mal Faktor 100, also eine Option entspricht immer einer Aktienanzahl von 100. Das heißt, wir hätten dann 6.800 Dollar, was der Wert der Option wäre. Wir müssten natürlich unser Investment dort ziehen. Sie hätten dann 6.600 Dollar Gewinn gemacht mit einer Investition von 200 Dollar. Also das ist halt der Riesenvorteil. Sie haben kleine Beträge, kleine Investments, können durchaus, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber einen Riesengewinn erzielen, wenn es deutlich in die Richtung geht. Gerade so Quartalszahlen oder auch Biotech-Firmen sind da vielleicht manchmal interessant, wo man sagt, okay, ist mir zu riskant, mit der wirklichen Aktie zu arbeiten, weil sie echt teuer ist. Dann können natürlich Optionen hier eine sehr gute Möglichkeit darstellen, das zu umgehen, ohne ein großes Risiko einzugehen. Also Vorteil, wenig Investment, große Performance-Möglichkeit, wenn es in die Richtung geht. Nachteil natürlich, wenn nichts passiert, verlieren Sie das investierte Kapital durch den Zeitwertverlust. Und im Prinzip muss man sich auch irgendwie auf einen Ausübungspreis einigen. Das sind, glaube ich, so die Anfangshürden. Man sieht sehr viele Zahlen, die man bei Optionen hat, von Ausübungspreis bis Laufzeit. Da sich zurechtzufinden, das soll eigentlich genau das sein, was wir dann auch in unseren Optionsvideos Ihnen wirklich Step by Step beibringen wollen. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, dem Short Put oder dem Verkauf einer Put-Option. Hier haben wir einmal das Beispiel von American Airlines ausgewählt, da die ja auch in den letzten Monaten recht stark betroffen waren, recht stark gefallen sind. Short Put ist für mich eine gute Möglichkeit, um Aktien günstig zu erwerben. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, dem Short Put oder dem Verkauf einer Put-Option. Hier haben wir einmal das Beispiel von American Airlines ausgewählt, da die ja auch in den letzten Monaten recht stark betroffen waren, recht stark gefallen sind. Short Put ist für mich eine gute Möglichkeit, um Aktien günstig zu erwerben. Das heißt, man hat hier die Variante zu sagen,
$10-Marke. Das heißt, wenn Sie jetzt American Airlines zu $10 erwerben möchten, können Sie natürlich eine Limit-Order setzen und warten, bis der Preis, wie vielleicht hier im Mai, mal unter $10 geht. Bei einer Put-Option, wenn wir uns gerade nochmal das letzte Beispiel erinnern, legen Sie ja den Verkaufspreis fest, wenn Sie sie kaufen. Und jetzt haben wir die doppelte Negation, das heißt, Sie verkaufen eine Verkaufsorder. Das bedeutet, wenn der Preis hier darunter fällt, bekommen Sie die Aktie, wenn Sie das möchten, zu diesem Preis eingebucht. Und dafür bekommen Sie eine Prämie. Gerade eben hat man gesehen, wir bezahlen das, wenn wir einen Put kaufen. Bei einem Verkauf einer Put-Option erhält man eine Prämie. Und das ist momentan bei American Airlines immer noch echt gut. Wenn ich jetzt auf 2-3 Wochen mal eine Put-Option nehme, kriegen Sie um die $50 für 100 Aktien, muss man sagen, also 50 Cent pro Aktie. Und wenn Sie jetzt hier sehen, wo der Preis aktuell ist, ist das eine Rendite von 5%. Das heißt, was kann passieren? Ich sichere mir den Preis von $10. Jetzt ist es so, wenn die Aktie hier steigt, bleiben Sie natürlich hier, kriegen Sie $50. Passiert aber nichts, Sie kriegen keine Aktien. Wenn das Ganze seitwärts geht, ist das gleiche Prinzip. Sie bleiben mit der Prämie von $50, erhalten auch keine Aktien. Und interessant wird es im Prinzip dann, wenn es unterhalb dieser Marke fällt, in der Laufzeit natürlich, die man nur beachten muss, weil dann diese $50 wird Ihnen in jedem Fall erhalten bleiben, also in allen drei Fällen. Aber wenn es unter $10 fällt, haben Sie im Endeffekt dann die Pflicht, die Aktie zu $10 zu kaufen. Das heißt, man kann sich hier günstig ein Aktienportfolio aufbauen, wenn man 100 Stück pro Aktie handeln möchte. Dann kann man einfach immer zu niedrigen Preisen unterhalb des aktuellen Kurses Put-Optionen verkaufen und generiert dadurch Prämien und sichert sich eigentlich einen relativ niedrigen Einstiegspreis, sodass für mich eine Short-Put-Option einen günstigen Einstieg für eine Aktie darstellen. Und dies sowie viele weitere Details, wie schon gesagt, finden Sie wirklich dann detailliert in unserem Videotutorial für Einsteiger und Fortgeschrittene, wo wir genau diese vier Basisformen, die wir jetzt nur sehr kurz und rudimentär erläutern konnten, detailliert für die jeweilige Plattform, die Sie nutzen, Ihnen näher bringen und Ihnen genau zeigen, wie Sie das Step-by-Step durchführen. Und schauen Sie auf unsere Webseite, da finden Sie nochmal eine genaue Beschreibung zu den jeweiligen Videos und dann auch dementsprechend auch die Handouts, die dazu verfügbar sind. Um keines unserer nächsten Videos zu verpassen, subscriben Sie bitte hier zu unserem Channel. Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand und verpassen keines der nächsten.